Diese Hände können zaubern. Vor 30 Jahren bastelte Grandmaster Flash sein eigenes Mischpult und schmiss die ersten Blockpartys in der Bronx. Joseph Sadler alias Grandmaster Flash war 1975 einer der drei Erfinder des Rap, zusammen mit dem ersten MC von New York, dem Jamaikaner Kool Herc und dem Begründer der Hip-Hop-Kultur, Afrika Bambaataa. Ich bekam von meinem Vater immer mächtig eins drauf, wenn ich an seine Platten ging. Aber ich tat es immer wieder, so wie er aus dem Haus war. Durch die Prügel habe ich gelernt, Schallplatten zu respektieren. 46 Jahre hat er auf dem Buckel, 30 davon im Dienste des Vinyls. Auf der letzten Midem, die Messe der Musikindustrie in Cannes, stellte Grandmaster Flash sein neues Label Adrenalin vor, mit dem er junge Talente fördern will. In der Rap-Szene ist er eine lebende Legende. Killer, Pionier des französischen Hip-Hops, sah den großen Meister erstmals in dem Kultfilm Wild Style von 1982 am Werk. Er ist der Boss, keine Frage. Er hat eine Wahnsinnstechnik drauf. Und in Wild Style sieht man ihn in seiner Küche stehen, neben zwei Turntables und einem Mischer. Das gibt's doch nicht. Das Zeug hat er sogar in der Küche stehen. Total krass drauf, der Typ. Grandmaster Flash ist unsere absolute Referenz. Es ist, als hätte Gott zu mir gesagt, du bist der Auserwählte. Du wirst deine Jugend opfern, um das Mixen zu lernen. 3 Jahre habe ich gebraucht, bis ich saubere Übergänge zwischen Rock, Jazz, Blues und Funkscheiben hinbekam, mit perfekt synchronisierten Beats. Dann stiefelte ich eines Tages in den Park und war mir sicher, wenn ich nur die besten Parts aus jeder Scheibe spiele, bringe ich die Leute zum Ausrasten. Aber es kam ganz anders. Es herrschte Totenstille. Ich ging wieder nach Hause und heulte eine ganze Woche lang, weil ich nicht raffte, was schiefgelaufen war. Da Grandmaster Flash als Kind seine Zeit damit verbringt, Radios und Haartrockner auseinanderzunehmen, schickt ihn seine Mutter auf eine Schule für E-Technik. Aber sein wahres Klassenzimmer ist die Straße, wo sich die schwarzen und puerto-ricanischen Gangs dank der Hip-Hop-Kultur nicht mehr mit Waffen, sondern beim Tanzen, Graffiti, Sprayen und Rappen messen. I'm the D, Dot a Rock, on this here court. I've been 9 years old playing this here sport. Pro Crush, AD, as high as a Greek. I got a better jump shot than Rick Barry. Well, I'm the M, Master Rock. Like all the pretty girls, I serve your monkey ass like Earl the Pearl. Pro Crush, I'm Master Cass or GMC. I'm gonna stick it on the board, man, can't you see? Mit 19 organisiert Grandmaster Flash seine Blockpartys. Sets auf offener Straße, auf denen sich die angehenden Größen des Hip-Hop tummeln. Afrika Bambaataa schaffte es, Leute, die mit negativer Energie geladen waren, zu Musik zu bekehren. Tanzen ist das beste Ventil für übersprudelnde Aggressivität. So bekamen eine ganze Menge sehr negativer Menschen wieder eine positive Einstellung dank der Musik.
and made a musical aspect out of it. 1977 stößt Grandmaster Flash zu den Furious Five, einer Crew von Tänzern und MCs. Zwei Jahre später werden sie von Sugar Hill Records gesigned, einem der ersten Rap-Labels. Dort erscheint ihr erster Hit Freedom. Smugglers, scramblers, burglars, gamblers. 1982 kommt The Message in die Regale. Der Song über das Leben im Ghetto wird zum weltweiten Abräumer, stammt aber nicht aus der Feder von Grandmaster Flash. Die Urheberrechte gehen an Melly Mel von den Furious Five. Alles passt. Der Groove, die Lyrics und vor allem der Look. Now your manhood is choking, you're a Maytag. Spend the next 2 years as an undercover fag, being used and abused to serve like hell. Till one day you was found hung dead in a cell. It was plain to see that your life was lost. You was cold and your body swung back and forth. But now your eyes sing the sad, sad song of how you live so fast and die so young. So don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. The Message war überall Nummer 1, hat dir aber keinen Cent gebracht. Wie bist du damit klargekommen? Nächste Frage. Aber es war dein größter Hit. Nächste Frage. Okay. So etwas härtet einen doch bestimmt ab. Nächste Frage. 20 Jahre später steht Grandmaster Flash immer noch an den Turntables, ohne Anzeichen von Gicht. Die Medien hatten damals behauptet, dass diese ganze Hip-Hop-Kiste nur eine Eintagsfliege sei. Heute ist es die meistgehörte Mucke dieses Planeten. Und was sagt ihr jetzt?